Penny's Big Breakaway, ein klassischer 3D-Plattformer im Stile von den ganz alten Games angelehnt, aber auch mit innovativen Sachen. Mit eurem Jojo könnt ihr durch 11 magische Welten hindurchgleiten. Jojo, ich hack immer wieder das Höchste! Stunts machen, Movement ist da, verfügbar für die Nintendo Switch, Xbox Series, PlayStation und PC. Könnt ihr euch das eigentlich auf allen Plattformen runterladen? Einmal den Link in der Videobeschreibung vielleicht schon auschecken. Wir haben hier das im Stream schon mal durchgezockt. 3D-Plattformer sind ja in den letzten Jahren auch echt ein bisschen ausgestorben, ne? Das war ja die goldene Zeitalter für Plattformerspiele. Imperator Eddie höchst selber antreten. Ah, okay. Zauberwort und du hast die Macht. Die Dusche ist warm und macht dich krank. Mit einem sehr einzigartigen Spielstil, beziehungsweise Grafikstil, wie du gerade siehst, ne? Sehr cartoony. Hat aber ein paar sehr interessante Steuerungsmechanismen. Ich habe hier gerade ein Upgrade, glaube ich. Oh. Okay, mein Jojo kann mich jetzt ablecken. Dann vielleicht hilft sie ja bei Casting. Cast darf keine Zeit verlieren. Es ist gar nicht so einfach, in Imperator Eddies Palast zu gelangen. Okay. Ich glaube, man kann hier richtig gut Tempo aufnehmen, ne? Ich glaube, wenn man das hier so richtig alles kombiniert, kann sich hier richtig, wirklich Speedrun, ne? Deswegen auch der Timer wahrscheinlich. Weil viel darauf ankommt, dass du so schnell wie möglich durch die Level kommst und so viel wie möglich dabei einsammelst. Und dabei so einen perfekten Run hinkriegst, desto schneller, desto besser. Nicht drängen, ich bin schon da. Kann man da bauen. Das erinnert mich wirklich. Mann mit dem goldenen Bizeps. Chat, wer von euch hat den goldenen Bizeps? Imperator Eddie. Der soll einen goldenen Bizeps haben? Richter Rufus ist auch hier. Der sieht eher aus, als ob er einen goldenen Bizeps hat. Das Gala-Casting hat begonnen. Seine Majestät, der Imperator, wird nun den ersten Künstler empfangen. Fräulein Penny auf die Bühne. Warum ist das die Ujo ein Hund? Ich meine, großartig, bemerkenswerte Show. Oh oh. Nein! Nicht das Jojo! Da ist aber kein goldener Bizeps, Leute. Oh oh. Verbrechen, ein Verbrechen wurde begangen. Kriminelle Entkleidung. Ach, das ist das einzige Problem. Oh nein. Wir kommen nicht in den Recall. Ich bin Verbrecherin. 10.000 Jahre. Ach, das sind die Wachen. Was zum Teufel? Okay. Tja, Leute. Das ist die Story. Jetzt sind wir eine gemeingesuchte Verbrecherin. Eigentlich, Täter ist ja eigentlich das Jojo. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Aber die denken dann wahrscheinlich, ich habe das Jojo gesteuert. Ach, das sind die Wachen. Okay, die dürfen mich nicht schnappen. Okay, Ich glaube, das bringt nichts. Klettern sich an eine. Schwingen und springe. Wie die Dorfbewohner mir helfen. Finde ich gut. schnell weg hier. Alter. Einfach irgendwelche Pinguintauben oder was auch immer. Ich habe den Kaiser mit dem goldenen Bizeps entkleidet. Die werden mich sowas von verfolgen bis ans Lebensende. Ah. Ich will da hoch. Egal. Okay, was ist das hier? Ah. Ey. Sehr schön. Wollte schon sagen. Okay, 2 von 2 haben wir. Nachdem der Jojo. Oh, jetzt haben wir. Okay, das wird jetzt spannend, Leute. Ist das ein der Jojo oder ist es ein das Jojo? Oder die Jojo? Jetzt kommt die Debatte. Das Jojo. Ich würde auch eigentlich sagen das, ne? Aber ist ja vielleicht auch ein der. Vielleicht ist auch ein der Jojo und nicht ein Jojo. Vielleicht sprechen wir das eigentlich schon seit langen, langer, langer Zeit falsch aus. Und das ist im Prinzip eigentlich das Jojo und nicht das Jojo. Jojo, ich hacke immer wieder das Höchste! Straßenkünstlerbühne. Zeig deine Moves auf der Straßenkünstlerbühne. Je weiter oben du landest, desto mehr besser Fall deine Belohnung. Okay, okay. Ich bin doch komplett neu in dem Jojo-Business. Ich weiß noch nicht, was ich tue. So. Hm. Start. Was für Start? Okay, 2 Sterne. Zack, 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 zack.
Ist schon abgedreht. Okay, eine dritte Schraube sozusagen haben wir verpasst hier hinter meiner Facecam. Ich krieg den Prinz heute noch an die Leier. Ja. Na! Pingu-Armee! Hinfort! Da kommen die Wachen! Zuzuerzählen, was ich hier hinten mache, was machst du hier hinten? Hat er schon nicht Unrecht. Hat er schon nicht Unrecht, ne? Was mach ich denn da hinten? Pinguine können nicht fliegen. Ich auch nicht. Wir haben vieles gemeinsam. Oh. Ihr solltet mal ein Date miteinander machen. Pinguine und... Was seid ihr überhaupt? Was seid ihr überhaupt? Meine Münzen. Nein, das sind jetzt meine Münzen. Steuern, Mann. Noch nie was von der Jojo-Steuer gehört. Na, die schon wieder Pingos. They see me rolling, they hate it. Ah, und Finale. Hast du dich verirrt? Willst du wissen, wie es der Grunus zum Bühne geht? Eigentlich bin ich gerade auf der Flucht vor dem Start und so, wegen Höschenentkleidungen von dem Imperator und dem goldenen Bizeps. Eigentlich. Jetzt hau ich die wildesten Tricks raus. Achso, hier oben. Seht ihr diesen Ausblick an? Wunderschön. Da hört man direkt die Musik von Celine Dion singen. Vor allem, wie die Stadt da oben links voll am Abgehen ist. Die ist richtig am Viben, Alter. Aber Pinguine kannst du damit nicht zerschlagen. Doch, kann man. Ja! Endlich! Ich hab die Kraft. Sag das Zauberwort und du hast die Kraft. Die Pinguine sind dann Matsch. Du kannst es tun. Eddie ist der Prater der Bühne und meines Herzens. Oh. Einfach Alarm-Pinguin, Alter. Pinguine werden jetzt vernichtet. Nicht die Pinguine erschlagen. Die wollen mich aber einbuchten. Da im Hintergrund, Leute, ist Super Mecha Pingu Lord 3000, Alter. Mit maximaler Pingu-Kraft. Ich will mich schon irgendwie sehen lassen, ne? Oh, oh. Alarm! Ha, tja, Pingu-Mecha Overlord 3000. Was willst du jetzt tun, hä? Oh, Bowling! Wow. Das war mega unsatisfying, ey. Ich hätte so ein Bowler-Pinguin-Bowling-Ding machen können. Jetzt diesen lauter pikante Geheimnisse draufstehen. Ja, dann lass doch mal lesen. Hier, komm. Lies. Mein Brief lesen. Oh, da. Die ganzen schmutzigen Sachen. Auch was für jüngere Menschen, für eure Kinder, falls ihr Kinder habt, Leute, und die brauchen mal eben ein bisschen guten alten Plattformer. Da ist ein Brief. Hab auch nicht reingeguckt. Schwöre, Kronos. Dass du meinen Brief gefunden hast. Meine pikanten Geheimnisse sind sicher. Ja, sind die nicht. Nein. Ah, Boss-Level. Da ist ein Ausrufezeichen, Leute. Der Pingu-Ball! Rette sich, wer kann! Das ist die Gigamaschine! Das waren 5000 Pinguine, die jetzt gestorben sind. Nein, der kommt wieder. Der Pingu-Ball ist unaufhaltsam. Da unten gleich wahrscheinlich. Ja. Holy moly. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Es gibt so Mobile-Games-Werbung immer, wo so ein Zombie-Ball immer daran erinnert mich das. Wie viele Wachen hat er? Wir müssen doch langsam die Pinguine ausgehen, oder? Ich will nicht für 3000 Jahre ins Gefängnis. Ha! Gedreht! Bling! Entkomme dem Pinguinball. Der Ball hochgekommen, der kann fliegen. So, das war Welt 1. Wir sind in Welt 2. Insgesamt hat das Spiel tatsächlich 11 Welten. Also ich glaube, da hast du das Spielzeit. Also wenn ihr Plattformer-Game wirklich durchzocken wollt, dann 11 Welten. Plus noch die ganzen anderen Bonus-Sachen, die man noch holen kann. Ja, so. Ach, endlich neue Musik. Nice. Wir sind entkommen, Leute. Weg mit dem Pinguin und seinem goldenen Bizeps Overlord. Ein Timer. Ja, der Timer unten links. Irgendwann wird es hier darauf hinauslaufen, dass du das auf Tempo spielst und noch alle sammelst. Und mit den Kombo-Möglichkeiten mit dem Jojo kann man hier auch auf jeden Fall eine krasse Mobility haben. Ich meine, theoretische Prüfung eigentlich nur. Praktische Prüfung kannst du weiterhin Platins grinden. Geht ja nicht anders. Ah, dann mache ich hier ganz energisch diesen Sprung. Oh yeah, baby. Let's go. Ich kann nicht mehr. Ich habe alles gegeben. Ich habe alles gegeben, Chat. Davon werde ich mich nicht mehr gesundheitlich erholen.
Oh, gutes Elektrofeld. Er hat einfach alle vernichtet. Gold! Drauf da! So, Triple Star. So, und dann gibt es hier noch Time-Attacks, ne? So schnell wie möglich durch den Level durch, Goldmedaillen absahnen. Und während ich das hier mache, könnt ihr natürlich gerne das Spiel unten in der Videobeschreibung auschecken, Leute. Das war nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus dem Stream, was wir gemacht haben mit den unterschiedlichen Welten. Diverse Bossfights gibt es hier drin. Und wenn euch 3D-Plattformer begeistern oder ihr einfach auch ein bisschen Retro-Feeling haben wollt, checkt das gerne aus. Würde mich freuen. Ansonsten Like-Button natürlich an dieser Stelle und Abo-Button natürlich genauso.